Verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier am Elsterbrunnen in Kleve. Wir freuen uns als Kreisverband Kleve, stellvertretend für den Bezirksverband Niederrhein, heute eine tolle Veranstaltung Open Air bei Sonnenstrahlen anbieten zu können. Wir haben gedacht, wir müssen es besonders schön machen, wenn der Bundesvorsitzende aus Berlin schon kommt. Und Sie merken, dass das alles gut geklappt. Sie werden Verständnis dafür haben, dass ich niemanden extra begrüße, weil wir einfach ein bisschen auch unter Zeitdruck sind. Und bevor die Sonne weggeht, wollen wir Sie doch hier schön wärmen mit ein paar tollen Worten des Bundesvorsitzenden. Ich freue mich, dass auch ein paar Kandidatenkollegen jetzt für den Landtag kandidieren. Sascha von Beek aus dem Kreis Wesen und Stefan Wolters aus dem südlichen Kreis da sind und unser Bundestagsabgeordneter Stefan Ruhnhoff. Alle anderen sind genauso herzlich begrüßt. Ich finde klasse. Herr Merz, super, dass Sie da sind. Sie stehen, auch wenn Sie das jetzt gerade nicht fühlen, weil hinter Ihnen eine Wand ist, Sie stehen im Schatten der Spanenburg von Kleve, die, wenn man nach heutigen Gedenken also mal überträgt, ungefähr 50% des Rheinlandes bedeutend regierte und sogar Teile in Westfalen hatte. Das vergessen die Westfalen immer. Aber ich will da nicht näher darauf eingehen. Wir erwarten natürlich jetzt auch eine adäquate Rede im Schatten dieser Burg. Wir sind uns sicher, dass Sie das hinbekommen, meine Damen und Herren. Friedrich Merz. Meine Damen und Herren, lieber Stefan Wolters, lieber Günter Bergmann, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie zu dieser etwas ungewöhnlichen Zeit heute Mittag hier in Kleve zusammengekommen sind. Ich freue mich, dass ich... Ja, kann ich machen, das geht, da kriegen wir hin. Also, ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Ich freue mich, dass mein Bundestagskollege Stefan Ruhnhoff mit dabei ist und dass Sie da sind zu einer spannenden politischen Zeit, zu einem Zeitpunkt, wo wir in die Schlussphase des Landtagswahlkampfes in Nordrhein-Westfalen gehen. In 9 Tagen wird in diesem Land der Landtag neu gewählt. Aber wir haben natürlich auch viele andere Themen, die uns im Augenblick politisch beschäftigen. Und einige davon beschweren uns auch. Unter anderem natürlich auch der Krieg in der Ukraine. Sie werden das mitbekommen haben. Ich bin gestern zurückgekehrt. Ich bin in diesem Land gewesen und ich muss Ihnen sagen, ich fühle mich auch nach der Rückkehr von dieser Reise bestätigt, dass es richtig war, dass ich dorthin gefahren bin. Auch wenn der eine oder andere das so kritisiert hat. Aber ich hatte eine Einladung des Parlamentspräsidenten in der Ukraine schon im Februar bekommen. Ich hatte eine feste Zusage gegeben, einen festen Termin, 2 Tage vor dem Beginn des Krieges nach Kiew zu reisen. Der Präsident hat mich gebeten, diese Reise zu verschieben, weil er gesehen hat, dass sich der Krieg dort abzeichnet. Dann begann er ja auch am 24. Februar. Und ich habe ihm zugesagt, ich komme so schnell wie möglich und hole diese Reise nach. Und ich fand, das war dann in der letzten Woche der richtige Zeitpunkt, zu entscheiden, nachdem wir im Deutschen Bundestag ja auch eine gemeinsame Entschließung zu diesem Krieg gefasst haben. Das war nicht ganz einfach, ja, aber wir haben dann im Deutschen Bundestag erst von uns aus, der Stefan Ruhnhoff weiß das, wir haben angefangen und haben gesagt, wir können das doch alles nicht so stehen lassen, da muss doch der Deutsche Bundestag mal was zu sagen zu diesem Krieg. Nachdem die Bundesregierung nach dem 27. Februar, nach der guten Regierungserklärung des Bundeskanzlers, so wenig gesagt hat. Da waren 6 Wochen ins Land gegangen und der Bundeskanzler hat sich zu diesen Themen nicht mehr öffentlich geäußert. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir es und bringen das in den Bundestag ein. Wir haben das gemacht. Ja, vielen Dank. Und das ist doch dann auch die Verantwortung eines Parlaments, das zu tun. Wo denn, wenn nicht im Parlament? Und wann denn, wenn nicht jetzt? So, und dann war ich dankbar, dass die Sozialdemokraten, die Grünen, die FDP gesagt haben, wir wollen auch einen Antrag in den Bundestag einbringen. Und dann haben wir uns auch am Mittwoch, Donnerstag auf einen gemeinsamen Antrag im Deutschen Bundestag geeinigt. Und dann haben CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne gemeinsam einen umfassenden Antrag in den Deutschen Bundestag eingebracht und wir haben ihn mit großer Mehrheit dann auch verabschiedet. Und dann kam für mich das Überraschende, als ich in Kiew war, den ganzen Dienstag, mit dem Ministerpräsidenten, dem Parlamentspräsidenten, dem Staatspräsidenten, den beiden Oppositionsführern und dann abends noch mit den beiden Brüdern Klitschko gesprochen habe.
Übrigens, das sind zwar kleine Schränke, da muss ich sogar nach oben gucken, wenn ich neben denen stehe. Also das ist für mich ein ungewohntes Bild, dass ich hochgucken muss, wenn da neben mir zwei gleich stehen von diesem Kaliber. Aber das Interessante war, dass alle meine Gesprächspartner wussten, wie dieser Bundestagsbeschluss zustande gekommen ist. Sie wussten, wer da zugestimmt und wer abgelehnt hat. Und sie kannten sogar das Abstimmungsergebnis. Die wussten ganz genau, was da in Deutschland in diesen Tagen passiert war, in der letzten Woche um diese Zeit. Und das hat mir wieder einmal gesagt und gezeigt, unser Land wird manchmal von außen besser wahrgenommen, als wir es von innen wahrnehmen. Es schauen viele Staats- und Regierungschefs, viele Parlamentspräsidenten, aber auch einfache normale Menschen in diesen Ländern auf uns und stellen uns die Frage, was macht Deutschland? Und wie entscheidet sich Deutschland in einer solchen schweren Frage? Wir haben uns dazu entschlossen, und das ist uns nicht leicht gefallen, der Ukraine auch Waffen zu liefern. Und wir stehen dazu, zu dieser Entscheidung. Ich weiß, dass das nicht alle uneingeschränkt für richtig halten. Aber ich werbe dafür, meine Damen und Herren, dass wir das ernst nehmen, was wir sagen. Und ich nehme jetzt noch einmal den Bundeskanzler ganz wohlmeinend mit in Anspruch. Der Bundeskanzler hat in seiner Regierungserklärung am 27. Februar an diesem Sonntag im Deutschen Bundestag gesagt, da wird nicht nur das Territorium der Ukraine angegriffen. Da wird auch unsere Demokratie und unsere Freiheit angegriffen. Und wenn das richtig ist, und ich meine, es ist richtig, dann müssen auch wir bereit sein, unsere Freiheit und unsere Demokratie zu verteidigen. Und deshalb helfen wir jetzt einem Land wie der Ukraine. Wir helfen diesem Land finanziell. Wir helfen diesem Land humanitär. Wir helfen den Flüchtlingen, die aus der Ukraine auch nach Deutschland kommen. Mittlerweile haben mehr als 5 Millionen Menschen das Land verlassen. 40 Millionen Einwohner, von denen sind 5 Millionen auf der Flucht, außerhalb des Landes. Mehr als 400.000 davon sind jetzt nach Deutschland gekommen. Ich will einfach die Gelegenheit nutzen, auch denen mal Dank zu sagen, die diese Flüchtlinge aufnehmen. Da werden vermutlich auch hier in Kleve einige dabei sein. Da zeigt sich Deutschland von seiner allerbesten Seite. Ich sage mal als kleine Fußnote dazu, das hätten wir von Anfang an vielleicht ein bisschen besser organisieren können. Das hätte vielleicht ein bisschen besser auch verteilt werden können. Viele dieser Flüchtlinge sind in die Großstädte gegangen, in Kleve, bei mir zu Hause in Arnsberg, in den mittleren und kleineren Städten in Deutschland ist auch noch Platz. Nicht nur in den großen Städten, auch in den kleinen und mittleren Städten Flüchtlinge aufzunehmen. Und ich habe mir angeschaut, wie die Polen das machen. Ich bin ja dann durch Polen auch gereist. Die Polen, über die wir ja manchmal so etwas abfällig sprechen, die Polen haben das perfekt organisiert. Die registrieren diese Flüchtlinge, die kriegen sofort eine persönliche Identifikationsnummer, so wie wir bei uns die Steuernummer. Die bekommen eine Handykarte. Die registrieren nicht nur die Flüchtlinge, sondern die registrieren auch die Abholer. Also diejenigen, die da zu den Bahnhöfen kommen und die Flüchtlinge mitnehmen, die wissen, wo diese Flüchtlinge bleiben. Was spricht eigentlich dagegen, dass wir das in Deutschland auch machen? Manche von diesen Flüchtlingen, vor allem Frauen, kommen da auch zu aufnahmebereiten Menschen, wo wir sagen würden, da gingen die besser nicht hin. Da sind natürlich auch Menschen unterwegs, die da keine guten Absichten haben mit den Flüchtlingen. Also die Polen machen das wirklich richtig gut. Die deutsche Bundesregierung hat sich geweigert, die Daten zu übernehmen, die Polen erfasst haben. Warum eigentlich? Also ich bin nicht gegen Datenschutz. Aber wenn Datenschutz mehr zum Täterschutz wird, als zum Schutz der Menschen, dann machen wir mit Datenschutz in Deutschland etwas falsch. So, und dann bin ich bei meinem ersten
von meiner ersten Station in Kiew in dieser Stadt Irpin gewesen. Seine Stadt, die hatte mal 40.000 Einwohner. Wie viel hat Kleve? Sehen Sie mal, so etwas ganz klein bisschen kleiner als Kleve. Sie haben 50.000 Einwohner. Also eine Stadt wie Kleve. 50% der Häuser nicht mehr bewohnbar, 90% der Häuser beschädigt. Die Bevölkerung hat Gott sei Dank kurz vor dem Angriff der russischen Streitkräfte die Stadt verlassen. Kulturzentrum zerstört, Kirchen zerstört, Krankenhaus zerstört, Kindergärten zerstört. Eine vollkommen sinnlose Zerstörung einer Stadt. Und diese Armee dort, die ukrainische Armee, der Bürgermeister war der Kommandeur der Streitkräfte im Nebenamt, ist in der Lage gewesen, den russischen Angriff abzuwehren. Und sie haben in dieser Stadt den Angriff auf Kiew gestoppt. Ich hätte vorgestern nicht nach Kiew fahren können, wenn es der ukrainischen Armee nicht gelungen wäre, den Vormarsch der russischen Armee vom Norden in die Stadt zu stoppen. Und dann haben sie zum Schluss noch eine Brücke selbst gesprengt, damit sie dort mit ihren Panzern auf gar keinen Fall noch in die Stadt fahren konnten. Also ich muss Ihnen sagen, bei mir mischen sich Respekt und Entsetzen. Entsetzen über das, was da passiert ist und was da zerstört worden ist. Und großen Respekt vor dem Mut dieser Menschen und dieser Streitkräfte, ihre Stadt zu verteidigen. Das ist wirklich beeindruckend. Und da kommen sie mit Bildern im Kopf zurück, die verlieren sie so schnell nicht wieder. Aber ich muss Ihnen sagen, wenn man dann nach Deutschland zurückkommt, ich in meiner Heimatstadt Arnsberg gestern, heute bei Ihnen in Kleve, wenn man solche Städte sieht, wenn man sieht, wie die Menschen sich hier frei bewegen können, ich bekomme dann noch einmal mehr ein Gefühl dafür, wie wertvoll das ist, dass wir das unglaubliche Glück haben, in solch einem Land zu leben, in diesen Städten zu leben und was das für ein Glück ist, dass wir diese Freiheit und diese Demokratie und diesen Frieden in unserem Lande haben. Lassen Sie uns das gemeinsam auch in Zukunft beschützen und bewahren, dass wir in Frieden und Freiheit in Deutschland weiter leben können. Das ist unsere politische Aufgabe. Der Bundeskanzler spricht in diesem Zusammenhang von Zeitenwende. Sie wundern sich jetzt vielleicht darüber, dass ich schon zum dritten Mal den Bundeskanzler zitiere als Oppositionsführer. Aber wissen Sie, das ist mein Grundgefühl, wie wir auch als Opposition arbeiten sollten. Wo immer möglich sollten wir in einer so schweren Zeit zusammenstehen und zusammenarbeiten. Und wenn der Bundeskanzler etwas Richtiges sagt, dann bestreite ich das nicht nur deshalb, weil ich heute in der Opposition bin. Aber wenn er etwas sagt, was wir für falsch halten, dann ist das nicht Parteipolitik, sondern dann ist das unsere Aufgabe, das dann auch zu sagen. Und genau in dieser Mischung machen wir das. Wenn er von Zeitenwende spricht, dann ist das aber auch wirklich Zeitenwende. Und Zeitenwende heißt nicht, dass man da mal so eben 100 Milliarden neue Schulden macht für die Bundeswehr, und anschließend geht alles weiter wie bisher. Wir müssen Zeitenwende ernst nehmen, im Sinne von, da muss sich jetzt einiges ändern. Einiges ändern heißt nicht, dass alles schlechter wird. Aber ich habe großen Respekt vor dem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der das ganz anders ausdrückt als der Bundeskanzler. Der sagt, dass wir jetzt einiges hinzunehmen haben an Einschränkungen. Ja, das wird so sein. Und meistens ist die Bevölkerung in der Einschätzung der Lage, was daraus jetzt folgt, im Kopf weiter als die meisten in der Politik. Ich will Ihnen das so sagen. Es wird einiges an Einschränkungen geben. Wir können nicht alles so weitermachen wie bisher. Aber ein Ziel verbinden wir miteinander. Und an einem wollen wir niemals rütteln lassen. Wir wollen ein freies, ein friedliches, ein demokratisches Land, ein freies, ein friedliches Europa bleiben. Und zu diesem Europa muss dann eines Tages auch die Ukraine dazugehören, damit wir klar machen, dass wir bereit sind, etwas zu tun für diese Freiheit und diesen Frieden und diese Demokratie. Vor diesem Hintergrund verblasst so vieles, was uns bisher als völlig selbstverständlich gegolten hat.
Und trotzdem muss vieles auch weiterentwickelt werden, muss vieles weitergemacht werden. Wir müssen uns über unsere Zukunft unterhalten. Wir müssen wieder lernen, strategisch und perspektivisch in langen Linien zu denken und politisch zu handeln. Und dazu zählt, dass wir eine der ganz großen Aufgaben, die die Menschheit heute hat und die auch wir in Deutschland haben, gemeinsam lösen, das ist das Thema Klimawandel. Das steht jetzt so ein bisschen im Hintergrund dieses ganzen Krieges. Das rückt etwas mehr in den Hintergrund auch des öffentlichen Bewusstseins. Aber das Problem ist unverändert da. Und mit diesem Problem müssen wir uns unverändert auseinandersetzen. So, und deswegen müssen wir auch hier in einem Landtagswahlkampf über die Frage sprechen, wie machen wir das denn? Wie lösen wir dieses Problem denn? Da gibt es Unterschiede zwischen den politischen Parteien. Sozialdemokraten, Grüne auf der anderen Seite, eine Seite, wir auf der anderen Seite. Wir wissen, dass wir ein Problem lösen müssen. Aber wir haben schon unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie wir das Problem lösen. Ich sage es Ihnen mal ganz einfach. Nicht mit immer mehr Regulierung, nicht mit immer mehr Bevormundung, sondern die Menschen mitnehmen auf diesem Weg hin zur Klimaneutralität. Und das heißt in Wahrheit eine tiefgreifende Transformation unserer gesamten Volkswirtschaft hin zur CO2-Neutralität. Ich ordne das mal ein bisschen ein. Erfindung der Dampfmaschine, die vorher noch Ackerbau und Viehzucht, dann die Dampfmaschine, dann die Digitalisierung und dann die Dekarbonisierung. Und wir, die wir heute hier auf dem Marktplatz stehen, die wir hier zusammen sind, unsere Generation, unsere Zeit, wir stehen genau da, dass wir jetzt gleich zwei dieser großen Transformationen, nämlich Digitalisierung und Dekarbonisierung, zum selben Zeitpunkt erledigen müssen. Das ist eine Riesenherausforderung. Ich sage Ihnen, das ist eine riesengroße Chance. Vor allen Dingen, wenn wir beides miteinander verbinden, Digitalisierung und Dekarbonisierung. Und da sind wir in Deutschland nicht da, wo wir eigentlich sein sollten. Insbesondere bei dem Thema Digitalisierung. Wir sind auch in der Infrastruktur der Digitalisierung nicht da, wo wir heute eigentlich sein sollten. Wenn ich sage, wir, ist das keine Beschwerde darüber, dass die Bundesregierung, die jetzige, nicht genug getan hat. Wir alle haben in den letzten Jahren nicht genug getan, um die Digitalisierung voranzubringen. Wenn wir das heute hätten, wenn wir zum Beispiel die volle Digitalisierung aller Prozesse in den privaten Haushalten hätten, auch da wieder übertriebener Datenschutz bremst uns mehr, als er uns da fördert. Wenn wir da weiter wären, könnten wir viel mehr Energie einsparen, als wir heute auch gerade in den privaten Haushalten verbrauchen. Dekarbonisierung heißt Transformation der Wirtschaft. Aber bitte nicht, indem wir Arbeitsplätze in der Industrie leichtfertig aufs Spiel setzen, sondern indem wir beides miteinander verbinden. Modernste Arbeit. Industrielle Arbeitsplätze und CO2-Neutralität. Und meine Damen und Herren, das ist eine riesengroße technologische Herausforderung. Die werden wir nur gewinnen und bestehen, wenn wir uns in diesem Land wieder mehr öffnen für moderne Technologien, wenn wir auch mal den Mut haben zu sagen, wir wollen mal etwas ausprobieren und wir reden nicht ständig nur darüber, wo wir überall aussteigen. Jetzt sage ich es Ihnen mal auf einen Nenner gebracht. Wir steigen in diesem Land zu viel aus und steigen zu wenig ein. Wir müssen mehr einsteigen und weniger aussteigen. Mobilität. Natürlich muss sich die Mobilität ändern. In den großen Städten können viele Menschen aufs Fahrrad umsteigen, auf S-Bahn und U-Bahn umsteigen. Bei mir zu Hause nicht. Ich vermute hier auch nicht. Sie haben vermutlich keine U-Bahn dreimal quer durch die Stadt, sondern Sie haben ein großes Umland, ein großer Kreis. Die Menschen müssen hier auch mit dem Auto noch zur Arbeit fahren können. Die können nicht mit dem Lastenfahrrad ihre Kinder morgens in der Kita abgeben und anschließend einen Kilometer weiter zum Homeoffice fahren, sondern die brauchen das Auto. Also müssen wir über Mobilität mit dem Auto und nicht gegen das Auto denken. Ich sage mal auch hier wieder als Fußnote, das müssen Sie nicht alle teilen. Ich bin nicht davon überzeugt, dass Elektromobilität die einzige Antwort auf die Mobilität der Zukunft ist. Es ist eine Antwort von mehreren Antworten. Das heißt, auch hier
nicht einseitig den Rest wegmachen und aussteigen, sondern den Blick öffnen und zu sagen, wir wollen möglichst viele Technologien ermöglichen und vielleicht wissen wir in 5 Jahren oder in 10 Jahren, dass das eine geht und das andere nicht geht. Aber heute schon zu erklären, was alles unmöglich ist und sich zu verengen auf eine Technologie und morgen vielleicht erfahren zu müssen, dass man doch vielleicht hätte mal andere Technologien für möglich halten müssen, ist der falsche Weg. Da brauche ich ein bisschen mehr Fantasie, da möchte ich ein bisschen mehr Pioniergeist auch in Deutschland sehen. Und meine Damen und Herren, diesen Pioniergeist haben wir, manchmal nicht in der öffentlichen Wahrnehmung, aber wir haben ihn in unseren Universitäten, in unseren Hochschulen, in unseren Unternehmen. Wir haben glänzende Ingenieure in Deutschland, aber wir haben leider eben auch sehr viele Ideologen, die das parteipolitisch einseitig versuchen, in eine bestimmte Richtung zu drängen. Ich sage Ihnen mal, dies ist jetzt nicht die Zeit der Ideologen, dies ist die Zeit der Ingenieure. Die guten deutschen Ingenieure haben bessere Ideen als wir alle zusammen in der Politik. Und denen muss man die Möglichkeit geben, mit modernsten Technologien solche Probleme hier auch gemeinsam zu lösen. Und wenn wir das hinbekommen, dann haben wir die Chance, ein modernes Industrieland wohlhabend zu bleiben. Wir werden etwas mehr arbeiten müssen, etwas anders arbeiten in der Zukunft, als wir das in der Vergangenheit getan haben. Aber wenn wir diese Anstrengung bereit sind zu erbringen, dann haben wir gute Jahre und Jahrzehnte vor uns. Dann gehört allerdings auch dazu, dass wir einen etwas selbstkritischen Blick nochmal auf die europäische Politik werfen, auch auf uns, auf Deutschland. Und damit will ich sozusagen den Kreis schließen. Wir werden nicht weiterkommen, wenn wir nicht wahrnehmen, was sonst noch auf dieser Welt um uns herum passiert. Ich sage es mal etwas sehr zugespitzt. Das deutsche Modell, wir importieren billige Produkte aus dem Ausland, wir exportieren teure Produkte ins Ausland, wir beziehen billiges Gas aus Russland und die Amerikaner sorgen dafür, dass unsere Sicherheit gewährleistet ist. Meine Damen und Herren, das geht nicht mehr auf. Das ist vorbei. Wir werden sehen, dass auch die Produktion von bestimmten Grundstoffen, von bestimmten Produkten wieder zurückkommt nach Europa, auch zurückkommt nach Deutschland. Wir werden sehen, dass wir nicht überall hin mehr unsere teuren Produkte verkaufen können, weil sie einfach zu teuer geworden sind. Wir werden sehen, dass russisches Gas zunehmend an Bedeutung verliert, Gott sei Dank. Übrigens auch ein Erfolg der letzten Wochen, dass wir von 55% Abhängigkeit von russischem Gas jetzt auf 32% runtergekommen sind innerhalb weniger Wochen. Da können Sie mal sehen, was eine dynamische Volkswirtschaft in der Lage ist zu leisten. Das ist ganz außergewöhnlich, was da erreicht worden ist. Wir werden Ende des Jahres 2022 kein russisches Öl mehr importieren müssen. Wir sind innerhalb der nächsten Wochen in der Lage, russische Kohle zu ersetzen. Das geht jetzt plötzlich alles ganz schnell. So, wenn wir diese Dynamik bewahren und die gesamte Transformation so weiterentwickeln, dann haben wir eine Chance, aus dieser Krise, aus diesem schrecklichen Krieg, sogar etwas richtig Gutes entstehen zu lassen. Dass wir nämlich dann eine neue Dynamik auslösen, nicht nur ökonomisch, technologisch, sondern auch politisch. Und das muss dann auch die Europäische Union verstehen. Diese Europäische Union, ich bin Europaabgeordneter gewesen, das hat mich sehr geprägt. Ich weiß, was diese Europäische Union für uns alle wert ist. Und ich verteidige sie auch häufig genug gegen unberechtigte Kritik. Aber es gibt auch berechtigte Kritik. Die EU-Kommission macht zu viel. Sie regelt zu sehr im Detail. Ich will nicht, dass alle Lebensbereiche bis runter in die Kommunalpolitik nur noch durch die EU-Kommission und durch die Europäische Union bestimmt werden. Wir brauchen Freiräume, wir brauchen nationale Freiräume, wir brauchen regionale Freiräume, wir brauchen vor allem kommunale Freiräume. Es muss nicht alles in Brüssel reguliert und geregelt werden. Die machen auch jetzt noch zu viel. Also, dass die uns vorschreiben, dass wir so und so viel Prozent unserer landwirtschaftlichen Nutzflächen stilllegen müssen, das wollen sie jetzt ändern. Aber dass dann gleich Deutschland erklärt, wir machen es bei uns aber trotzdem, ist doch vor dem Hintergrund der Lebensmittel- und Nahrungsmittelknappheit, die wir in diesem Jahr erwarten müssen, eine falsche Entscheidung. Wir müssen jetzt produzieren und wir müssen jetzt die Kapazitäten, die wir haben, auch nutzen.
Wenn wir das jetzt richtig machen und die Europäische Union sich auf das konzentriert, was eigentlich nur Europa kann, also wirklich eine europäische Außen- und Sicherheitspolitik zu machen, eine europäische Verteidigungspolitik, einen europäischen Binnenmarkt, der wirklich vollständig funktioniert, wenn wir auch innere und äußere Sicherheit miteinander so verbinden, dass daraus ein ganzes Bild an Sicherheit wird, dann könnten wir in dieser Zeit jetzt wirklich große Sprünge nach vorn machen. Und da muss die Bundespolitik helfen, da muss die Bundesregierung einen Beitrag leisten. Ich sage mal hinzu, den muss sie auch erklären. Die machen ja nicht alles falsch, aber die erklären ja so gut wie überhaupt nichts. Wir haben ja einen Bundeskanzler, der schweigt. Also das Kanzleramt ist doch kein Trappistenkloster. Das Kanzleramt ist die Regierungszentrale. Und der Bundeskanzler hat einen Amtseid geschworen und nicht ein Schweigegelübde abgelegt. Also der muss mehr erklären. Der muss herkommen hier auf den Marktplatz nach Kleve in viele andere Städte und muss mal mit den Menschen in einen Dialog eintreten. Auch mal Widerspruch akzeptieren. Aber er muss vor allem erklären, was er eigentlich will und wie er sich das Land eigentlich in den nächsten Jahren vorstellt. Und dann müssen wir natürlich auch auf den anderen politischen Ebenen diese Schritte tun und nachvollziehen. Dazu zählt auch die Landespolitik. Die Landespolitik in Nordrhein-Westfalen steht doch nicht allein im Raum. Die steht in einem größeren Kontext. Wir sind hier eine Grenzregion, gerade hier bei Ihnen, zu den Niederlanden. Nordrhein-Westfalen hat europäische Grenzen zu anderen Ländern Europas. Wir sind das bevölkerungsreichste Land der Bundesrepublik Deutschland mit 18 Millionen Einwohnern. Was hier nicht geschieht und was hier nicht auf einen guten Weg gebracht wird, wird auch in anderen Teilen Deutschlands nicht passieren und auf einen guten Weg gebracht. Und deswegen kommt es sehr auf Nordrhein-Westfalen an. Ich bin ja viele Jahre gar nicht in der Politik gewesen. Ich muss Ihnen sagen, bis zu meinem Wiedereintritt in den Deutschen Bundestag im letzten Jahr habe ich mich als Staatsbürger in Nordrhein-Westfalen seit dem Regierungswechsel 2017 ausgesprochen wohlgefühlt. Man hat gemerkt, dass in diesem Land etwas passiert ist, dass es vorangeht, dass auch die wirtschaftliche Entwicklung dieses Landes vorangegangen ist. Und man hat gemerkt, dass da eine Aufbruchstimmung entstanden ist. Ja, das ist alles noch nicht da, wo es eigentlich sein sollte. In 5 Jahren kann man nicht alles erledigen. Aber erst die Regierung Armin Laschet, jetzt die Regierung mit Hendrik Wüst haben doch was hinbekommen. Die sind doch auf einem guten Weg. Hendrik Wüst übrigens ein Ministerpräsident, der am Wahltag, am nächsten Sonntag, übernächsten Sonntag erst 200 Tage im Amt sein wird. Bundesweit bekannt, in Nordrhein-Westfalen an der Spitze der Beliebtheit der Politiker mit hohen Kompetenzwerten. Das müssen Sie erstmal nach 200 Tagen hinkriegen. Das ist eine verdammt gute Leistung. So, und dann hat er drumherum ein Kabinett, schauen Sie sich nochmal exemplarisch 2 Leute an, Herbert Reul als Innenminister und mein alter Freund Karl-Josef Laumann als Sozialminister. Das sind doch bundesweit bekannte Personen aus dem Kabinett der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen. Herbert Reul, ich habe es nicht geglaubt, dass das so erfolgreich läuft. Der räumt hier richtig auf und die Clan-Kriminalität in Nordrhein-Westfalen steht unter massivem Druck. Da ist noch nicht alles gelöst, haben wir gerade gestern in den Nachrichten gesehen, dass da noch nicht alles gelöst ist. Aber diese Clan-Kriminalität ist auf dem Rückzug, sie ist in der Defensive, weil wir da eine Landesregierung und vor allen Dingen einen Landesinnenminister haben, der da mit ganzer Härte vorgeht. Und dass die Überschrift lautet, Null Toleranz gegenüber Clan-Kriminalität in Deutschland. Und dann gefällt mir richtig gut, ich sage das mal nicht ohne eine gewisse Schadenfreude auch, die mir ansonsten ziemlich fremd ist. Aber ist so. Aber wissen Sie, Gefängnisstrafen für bestimmte Leute dieser Kategorie sind gar nicht so abschreckend. Die machen dann da ja weiter und bereiten die nächsten Straftaten vor. Viel wirksamer ist der Entzug von Vermögensgegenständen, die mit ihren Straftaten erworben haben. Und wenn Sie diesen jungen Kerlen die Autos abnehmen, und die dann wieder zu Fuß gehen müssen. Das ist für die schlimmer, draußen zu Fuß unterwegs zu sein oder als statt hinter Gittern zu sitzen und im Knast mit ihresgleichen unterwegs zu sein. Das tut richtig weh. So, und das passiert. Das passiert. Und dann schauen Sie sich Karl-Josef Laumann an. Ein wirklich gestandenes Mannsbild aus der Arbeitnehmerschaft. Der Mann hat noch an der Werkbank gestanden.
der ist nicht Funktionär von Gewerkschaften und dadurch in die Politik gekommen, sondern der ist als Arbeitnehmer aus einem Betrieb, Maschinenbaubetrieb, in die Politik gegangen. Der weiß, wie die Menschen an der Werkbank ticken und wie die arbeiten. Unser Sozialminister und unser Gesundheitsminister. Wir haben alle unter Corona gelitten. Ich freue mich, dass wir uns heute hier endlich mal wieder ohne Masken sehen und mal wieder miteinander reden können. Aber das Land Nordrhein-Westfalen ist doch mit Karl-Josef Laumann gut durch diese ganze schwierige Corona-Zeit durchgekommen. Der ist nicht aufgeregt und flatterhaft durchs Land gereist, sondern er hat ganz systematisch und ganz ruhig seine Politik gemacht und sie auch erklärt. So, und das sind nur zwei Regierungsmitglieder in dieser Landesregierung, jetzt mit Hendrik Wüst, die sich um die Wiederwahl am nächsten, übernächsten Sonntag, in 10 Tagen, 9 Tagen von heute, bewerben. Und jetzt liegt die Verantwortung der Politik nicht mehr in den Händen der Landesregierung und des Landtages, sondern sie liegt bei Ihnen. Sie treffen die Entscheidung. Entweder per Briefwahl in diesen Tagen oder mit der Landtagswahl am Wahltag selbst am 15. Mai. Und meine Damen und Herren, so funktioniert Demokratie. Das wird auch nicht gefälscht, das wird nicht gefaked, sondern das sind offene, demokratische, kontrollierte Wahlen, fair, anständig für alle Beteiligten. So, und dann entscheiden Sie am 15. Mai darüber, wie das in diesem großen Bundesland Nordrhein-Westfalen weitergeht. Sie haben die Umfragen gelesen, die wir gerade gestern bekommen haben, die heute in allen Zeitungen stehen. Es gibt Rückenwind für die CDU, es gibt Zustimmung unter den Bürgerinnen und Bürgern, es gibt auf der Schlussgeraden nochmal einen Schub. Wir werden wahrscheinlich am nächsten Sonntag in Schleswig-Holstein ein sehr gutes Wahlergebnis sehen bei den Wahlen dort. Das gibt nochmal Rückenwind für Nordrhein-Westfalen, aber wir müssen bis zur letzten Minute für diese Wahl kämpfen. Es gibt keinen Grund, sich zurückzulehnen und zu sagen, das ist gelaufen. Das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen uns und den Sozialdemokraten. So, und wir wollen bei dieser Landtagswahl vorne liegen. Wir wollen in Nordrhein-Westfalen weiter regieren. Und ich mache kein Geheimnis daraus, dass das für mich als Parteivorsitzender der CDU in Deutschland natürlich ein wichtiger Wahltermin ist. Das ist eine Landtagswahl, keine Frage. Und die landespolitischen Themen stehen im Vordergrund. Aber natürlich wird sie auch etwas darüber aussagen, wo die CDU im Augenblick steht. Wir haben die Bundestagswahl im letzten Jahr verloren. Schlechteste Wahlergebnis unserer Geschichte bekommen. Aber das lag nicht daran, dass die anderen so gut waren. Das lag daran, dass wir nicht mehr gut genug waren. Das ist die Wahrheit über das Bundestagswahlergebnis im letzten Jahr. Jetzt bemühen wir uns darum, wieder nach vorne zu kommen. Wir haben eine gute Mannschaft in der Partei und in der Bundestagsfraktion. Wir haben eine fleißige, erfolgreiche, richtig gute Zusammenarbeit in der Bundestagsfraktion. Ich bedanke mich auch ausdrücklich bei Ihrem Bundestagsabgeordneten dafür, dass diese Zusammenarbeit auch im Persönlichen so gut läuft. Wir haben einen neuen Teamgeist in dieser, sowohl in der Partei als auch in der Fraktion. Und wissen Sie, bei allem, was uns natürlich auch beschwert, und dieser schreckliche Krieg, der beschäftigt uns, der beschwert uns, wir gehen mit diesen Bildern im Kopf morgens in den Alltag und gehen abends schlafen damit. Aber wir müssen doch trotzdem auch mal sagen, dass uns das, was wir gerade tun, auch persönlich motiviert und auch im Umgang miteinander, in der Art, wie wir miteinander arbeiten, auch Freude miteinander macht. Wenn die Menschen das Gefühl haben, dass die morgens schon verdrießlich aufstehen und schlecht gelaunt an die Arbeit gehen und abends dann mies gelaunt zu Bett gehen, da wählen sie niemanden. Uns macht diese Aufgabe, die sie uns gegeben hat, trotz aller Schwierigkeiten, macht uns Freude miteinander. So, und deswegen hätte ich die herzliche Bitte, dass Sie auch hier in Kleve am nächsten Wahltag, am übernächsten Sonntag, für mich ist dieser Sonntag schon so nah immer, deswegen ist aber der übernächste Sonntag ist es, dass Sie Stefan Wolters und Günter Bergmann Ihre Zustimmung geben und Ihre Unterstützung geben und dass Sie dann auch mit der zweiten Stimme die CDU in Nordrhein-Westfalen wählen, damit wir unser Wahlziel erreichen, stärkste Partei im nordrhein-westfälischen Landtag zu werden, die Regierung bilden zu können und dass Sie damit auch zeigen, ja, wir sehen die CDU in Deutschland auf einem guten Weg, wir sind noch lange nicht da, wo wir sein wollen und wo wir sein müssen. Wir haben noch viel Arbeit vor uns, aber ich möchte gerne nicht nur aus Kleve, sondern ich möchte gerne aus ganz Nordrhein-Westfalen auch ein bisschen Rückenwind mitnehmen für die Arbeit, die wir in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, die wir in der Bundespartei der CDU leisten. Wir wollen Volkspartei in der Mitte unseres Landes bleiben. Wir wollen Volkspartei sein, auch um die Demokratie in diesem Lande zu stärken. Wir wollen nicht auseinanderflattern mit 100 Parteien, die diese Interessen und jene Interessen einzeln wahrnehmen, sondern wir wollen zur politischen Mitte hin bündeln, Meinungen erforschen, Meinungen erfragen, Meinungen in Politik umsetzen. So, und wenn Sie uns auf diesem Weg folgen mögen,
dann bitte ich Sie noch einmal darum, dass Sie am übernächsten Sonntag, am 15. Mai, mit beiden Stimmen die CDU wählen, den Landtagskandidaten, den Sie in Ihrem Wahlkreis haben, die CDU in Nordrhein-Westfalen, damit wir mit Hendrik Wüst weiter die Regierung stellen. Und ich sage Ihnen ein letztes Wort. Hendrik Wüst gehört zur jüngeren Generation der Leistungsträger unserer Partei. Und wenn der Ministerpräsident bleibt in diesem Land, und dann wird er eine erfolgreiche Arbeit über lange Zeit in diesem Land leisten, aber dann wird er seine Stimme mit großer Autorität auch in der Bundespolitik erheben können. Er ist jetzt schon Vorsitzender Ministerpräsidentenkonferenz in Nordrhein-Westfalen. Er ist ein führender Mann im Bundesrat. Der Bundesrat bestimmt maßgeblich mit über die Bundespolitik. Ich möchte Hendrik Wüst auch in Zukunft an meiner Seite wissen, wenn es darum geht, bundespolitische Entscheidungen zu treffen. Und deswegen noch einmal die herzliche Bitte, denken Sie auch ein bisschen an die Bundespolitik, an die Bundespartei. Diese Landtagswahl ist eine Landtagswahl, aber sie hat natürlich auch Auswirkungen. Nordrhein-Westfalen wird beobachtet werden in den nächsten Tagen. Und insbesondere am nächsten Sonntag lassen Sie uns daraus einen guten Tag für Nordrhein-Westfalen, aber auch einen guten Tag für Deutschland machen. Herzlichen Dank. Ihr Applaus. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben es klar gemacht. Danke. Ja, lieber Friedrich Merz, Sie haben es gerade gesagt, die CDU ist auf einem guten Weg. Und ich glaube, die CDU ist deswegen auf einem guten Weg, weil wir einen guten Vorsitzenden haben, einen Mann der klaren Worte, der in die richtige Richtung lenkt. Herzlichen Dank dafür. Wir wissen das sehr zu schätzen, dass Sie trotz Ihres engen Terminkalenders, trotz der Tatsache, dass Sie gerade aus der Ukraine gekommen sind, hier den Weg nach Kleve gefunden haben. Wir haben uns sehr darüber gefreut. Der Rückenwind, von dem Sie gesprochen haben, den nehmen wir auch aus Ihrer Rede mit. Der gibt uns Rückenwind für unsere Landtagswahl. Wir freuen uns sehr darüber und wir wollen dazu beitragen, ein besonders gutes Ergebnis hier im Kreis Kleve zu erreichen, in ganz Nordrhein-Westfalen, um der CDU-Bundespartei die Unterstützung zu geben, die sie braucht in ihrer Arbeit. Und an dieser Stelle sagen wir recht herzlichen Dank, Friedrich Merz, für Ihr Kommen. Und damit wir gleichberechtigt in allen Bereichen bleiben, haben wir natürlich auch ein klassisches Giveaway dabei. Der Kreisparteivorsitzende Günter Bergmann hat extra darauf geachtet, dass wenn wir auf der linken Reihenseite eine Veranstaltung durchführen, das Giveaway auf der rechten Reihenseite entstanden ist. Ein kleiner leckerer Tropfen, der die ganze Sache vielleicht ein wenig auf der Fahrt zur nächsten Veranstaltung versüßt. Ich darf Sie alle recht herzlich einladen. Wir haben gleich im hinteren Bereich Currywurst aufgestellt. Wir haben Zeit für gute Gespräche. Freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich sage recht herzlichen Dank und vielen, vielen Dank nochmal an Friedrich Merz. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Das ist natürlich Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you.